Ja, hier auf der Neubau der klassischen Hochbaumesse in Nordrhein-Westfalen zeigen wir all die Produkte und Lösungsmöglichkeiten für den Hochbau, insbesondere für den Wohnungsbau. Das sind architektonische Highlights wie Sichtbeton, vielleicht eine unterschiedlichste Ausprägung, aber auch Lösungsmöglichkeiten für den Baubestand, wie man zum Beispiel von Grundwasser beanspruchte Bauwerke nachträglich instand setzen kann. Ebenso zeigen wir aber auch ganz interessante und vielversprechende Accessoires im Bereich der Betonmöbel, das heißt bis hin zur Ausgestaltung der Innenräume. Also wir stellen hier Betonfassadenplatten aus, das sind Textilbetonelemente, die sind 2 cm stark und sind somit sehr dünn und sehr gut geeignet für Neubauten und energetische Sanierung. Wir wollen hier so ein bisschen die ganzen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung darstellen, was die Farben angeht, was die Zuschläge angeht, von Säuern, Waschen, Schleifen bis hin zu Fotobeton ist da im Prinzip alles möglich. Planungsatlas Hochbau ist eine Datensammlung von über 770 Konstruktionsanschlüssen für den Massivbau, davon 650 des Wohnungsbaus und über 100 Konstruktionsanschlüsse für den Nichtwohnungsbau. Das Ganze ist mittlerweile auch in Kooperation mit Nemetschek Altplan umgesetzt worden und die Oberfläche ist eben im Internet unter www.planungsatlas Hochbau zu finden. Ja, hier auf der Neubau der klassischen Hochbaumesse in Nordrhein-Westfalen zeigen wir all die Produkte und Lösungsmöglichkeiten für den Hochbau, insbesondere für den Wohnungsbau. Das sind architektonische Highlights wie Sichtbeton, vielleicht eine unterschiedlichste Ausprägung, aber auch Lösungsmöglichkeiten für den Baubestand, wie man zum Beispiel von Grundwasser beanspruchte Bauwerke nachträglich instand setzen kann. Ebenso zeigen wir aber auch ganz interessante und vielversprechende Accessoires im Bereich der Betonmöbel, das heißt bis hin zur Ausgestaltung der Innenräume. Also wir stellen hier Betonfassadenplatten aus, das sind Textilbetonelemente, die sind 2 cm stark und sind somit sehr dünn und sehr gut geeignet für Neubauten und energetische Sanierung. Wir wollen hier so ein bisschen die ganzen Möglichkeiten der Oberflächengestaltung darstellen, was die Farben angeht, was die Zuschläge angeht, von Säuern, Waschen, Schleifen bis hin zu Fotobeton ist da im Prinzip alles möglich. Planungsatlas Hochbau ist eine Datensammlung von über 770 Konstruktionsanschlüssen für den Massivbau, davon 650 des Wohnungsbaus und über 100 Konstruktionsanschlüsse für den Nichtwohnungsbau. Das Ganze ist mittlerweile auch in Kooperation mit Nemetschek Altplan umgesetzt worden und die Oberfläche ist eben im Internet unter www.planungsatlas Hochbau zu finden.